Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Dieser Dad Video auf meinem Kanal. Wie ihr wisst, sind wir ja auf der Neuland-Tour unterwegs und zwischen Hamburg und Berlin besuchen wir heute in Lübeck den Ofe Kröger, den natürlich alle von euch kennen, die einen Tesla fahren oder sich dafür interessieren. Die Gelegenheit, dass ich so im hohen Norden mit meinem Tesla bin, will ich natürlich nutzen und habe den Ofe gefragt, was könnte man denn jetzt, wenn der Winter allmählich kommt, hier noch mit dem Auto veranstalten. Und da machen wir uns jetzt auf und schauen mal, was der Ofe so zu sagen hat. So, wir nähern uns den heiligen Hallen von Ofe Krögers Werkstatt. Wir sind in Rheinfeld bei Lübeck. Na, stehen aber nette Autochens rum, hey. Bin gespannt. Wo ist der Mann mit dem Holzfällerhemd? Yay! Da kommt der Mann mit dem Holzfällerhemd. Nein. Alles gut? Ah ja, alles schön, dich zu sehen. Hallo, du bist ja auch da. Hi. Hallo. Schön. Grüß dich. Ja, wir dachten, wir filmen auch. Ja, ist doch cool, da können wir uns gegenseitig filmen. Ja. Darf ich vorstellen, Oskar. Moin, Oskar. Sehr gut, hier steht schon ein Tesla. Das ist meiner, den wolltest du schon lange mal sehen, weil der unbedingt nur einen Motor hat. Ne? Ja, RWD, immer cool, ne? Genau. Und tja, ich würde mal gerne wissen, was wir für den Winter dann noch tun können, weil kalt ist es ja schon, wie du weißt. Tja, wir wollen mal, nehmen wir gleich mal hoch, den Wagen. Ja. Und dann schauen wir mal. Nicht mich. Ich nehme ihn auch noch hoch. Und dann gucken wir mal ein bisschen drunter, wie das so aussieht mit deiner Rostentwicklung auf den blanken Stahlteilen. Du hast ja blanke Stahlteile. Wie das jetzt in den letzten Monaten schon vorangeschritten ist mit der Korrosion. Seit Juni. Vielleicht können wir da noch ein bisschen was retten, indem wir es ein bisschen versiegeln. Und vor allen Dingen zeige ich dir meine Grundeinstellung im Bildschirm. Es gibt viele Tesla-Fahrer, die frieren, weil die immer die Klimaautomatik anhaben. Ach so. Ja, die brauchst du nicht. Man braucht keine Klima im Winter. Jetzt sagen wieder viele, oh, dann beschlagen aber die Scheiben. Ja, ja. Nee, dann putz sie einfach mal. Okay, das zeigst du mir nachher. So, laute Musik. Oh, guck mal hier. Was ist denn hier los? Aha. So. Was macht ihr mit meinem Auto? Ich sehe hier schon wieder was, wo ich denke, oh mein Gott, Tesla, warum macht ihr das bloß? Wo seht ihr das? Das muss eigentlich dahinter stehen. Wenn man dann so ein Auto aufbocken will, dann geht man hier auf Service. Dann geht man auf Abschleppen. Und dann geht man mit dem Fuß auf der Bremse. Jetzt macht er sich tot. Klick gehört. Und jetzt Akku abgeschaltet. Ist die Handbremse gelöst. Jetzt können wir ihn rollen. Das ist der Transportmodus. Wirkt irgendwie total kleines Auto neben deinem Mann. Ja, das ist auch tatsächlich ein kleines Auto. Das schrumpft automatisch, wenn es neben Ofe ist. Der ist zu tief. Hä? Der ist zu tief. Was heißt es? Habt ihr viel Zeugs drin? Ja. Ah, deswegen. Das könnte man, oder? Ja. Also, mein Auto liegt zu tief, das liegt an den ganzen Neulandbüchern, die wir in der Gegend rumfahren. Also, erstmal ausräumen, was? Ja. Das ist schon besser. Jo, das war's. Reicht schon? Ja. Ja, ein Problem kann ich euch schon mal zeigen. Also, was bei vielen Tesla auffällt, ist, dass hier oben die Rathausschale nicht richtig am Rathaus anliegt. Okay. Und das hat dann irgendwann zur Folge, dass sich hier hinter der Dreck sammelt. Mhm. Und das Teil ist aus Stahl. Mhm. Das ist aus Aluminium. Okay. Das kann rosten. Das ist zwar verzinkt, aber es sollte schon irgendwie möglich sein, das anzukleben. Okay, also eigentlich ein Mangel, den Tesla beheben muss. Sie werden es nicht machen, weil Sie sagen, das ist Tesla Standard. Ich kann immer nur empfehlen, das von euch aus zu machen. Also hier löst sie sich auch schon. Wie leicht lässt sich das fixen? Ziemlich leicht. Es muss Staub trocken und fettfrei sein. Mhm. Wir kleben das, wenn wir so eine Aufträge haben für Kunden an. Das muss allerdings 3 Stunden trocknen. Mhm. Und dann machen wir das mit Sikaflex, kleben das an. Ist natürlich doof, wenn man sie irgendwann mal rausnehmen muss, weil man da was reparieren muss. Okay. Aber was muss man hier im Rathaus reparieren? Fast nie was. Mhm. Okay, was schon mal gut ist, ich kann sehen, dass du bremst. Du siehst ja hier die Bremsscheiben. Ja, wir machen es manchmal sogar absichtlich. Ja, das müsst ihr auch. Da müsst ihr dranbleiben, weil sonst vergammeln euch die Bremsscheiben. Ja. Wenn du das Auto jetzt 300.000 Kilometer fahren würdest und ab und zu auch mal bremst, dann kannst du die Bremsscheiben weiter benutzen. Okay. Aber wenn du nicht bremst, dann rosten sie, sind sie bei 150 verrostet. Okay. Weil viele rekuperieren halt nur. Ne? Ja, genau, genau. Eine Bremse nur gut benutzt, das sehe ich selten. Meistens, ja, bremsen halt nicht. Hier geht mal ein Gruß raus an diese Mama. Vielen Dank fürs Benutzen unserer Bremsen. Und was eben auch ganz oft bei Tesla ist, diese Schrauben hier sind aus Stahl, deswegen sind sie auch magnetisch. Mhm. Die rosten dann auch alle mal irgendwann durch. Wenn man dann mal irgendwann in ein paar Jahren daran will, dann reißen sie ab oder der
der Nusskopf, der hält nicht richtig drauf. Hm. Genauso wie die Querlenker hier. Die kann man eigentlich auch ruhig behandeln, weil es sind natürlich auch scharfe Kanten hier, die irgendwann mal durch Steinschlag oder sonst was anfangen zu rosten. Da hatte ich schon einige hier, wo hier schon alles braun war. Ja, hier sammelt sich schon der Dreck an der unteren Kante. Dann gibt es hier drin deine Antriebswelle. Da seht ihr ja schon, wie rostig sie da an der einen Stelle ist. Das ist auch nicht schlimm. Man kann man locker mit leben. Das ist überhaupt kein, hat keinen Einfluss auf die Sicherheit oder sonst was. Yeah. Es ist nur so, wenn man mal die Antriebswellen rausnehmen muss und es ist alles verrostet, dann ist es einfach scheiße zu schrauben, weil die Gewindestange geht ja durch die Radnabe durch. Da ist ja irgendwie überhaupt nichts hier bei diesem Auto. Nee, das ist dein Akku hier. Das ist der Akku, ja. Das ist dein Akku. Sieht irgendwie super sauber aus, ne? Ja, also es ist halt clean, ne? Das ist auch gut für die Aerodynamik. Das ist, Und wo sind jetzt da Hohlräume, die man versiegeln könnte oder müsste? Hier im Schweller, die sind aber beim Model 3 versiegelt. Okay, okay. Aber wenn du die Stoßfänger vorne und hinten abnimmst, da gibt es so einige Bereiche, wo sich auch Dreck sammeln kann. Und wenn man die halt reinigt und dann mit Hohlraumwachs versiegelt, dann weißt du, dass da eben nie was passieren wird. Das machst du auch? Die Firma Jörs bietet das demnächst an bei uns hier in Lübeck mit dem Michael Scharnberg. Da arbeiten wir gerade an einem Konzept. Okay. Ich schaffe das zeitlich nicht. Also für mich sieht das alles super sauber aus. Ja, das ist auch alles noch schön sauber. Das ist ja auch alles an. Es gibt da eben nur so ein paar kleine Halterchen und ein paar Schräubchen. Die rosten zum Beispiel ganz oft hier die Kugelköpfe von, das ist zum Beispiel von deiner Lenkung. Das sind deine beiden Querlenker. Der ist für Sturz und der ist für Zug und Druck. Hier ist dein Stabilisator. Und wenn du hier reinguckst, das ist ganz interessant, dann kannst du auch die Superbottle sehen. Und wie viel Platz da ist, weil du eben keinen Motor da drin hast. Ist das geil! Ja. Ein Model 3 Air-Wheel Drive, also Heckantrieb, RWD, ist sicherer noch als ein Model 3 All-Wheel Drive, weil wenn du vorne den schweren Impact hast, hast du halt hier den schönen Hohlraum, der eben als Puffer gilt und nicht den eventuellen Elektromotor noch nach innen drückt. Also von den Model 3s ist das RWD das sicherste Model 3. Die sind aber alle sicher, wie wir alle wissen, ist das Model 3 das sicherste Fahrzeug der Welt. Aktuell. Ja, und jetzt sprühen wir halt einfach so ein paar Schrauben mal ein, damit sie irgendwann eben nicht braun sind und rosten, sondern immer noch schön schraubbar bleiben. Macht man das jeden Winter neu? Oder? Das wäre natürlich am schlausten, jeden Winter mal zu gucken, wie meine Schraubenköpfe aussehen. Aber macht ja keiner. Also ich besprühe nur das ein, wo ich weiß, dass ich irgendwann Korrosion sehe. Gerade auch hier auf der Bremsleitung, den Haltern dazu. Wenn man da an die falschen Stellen sprüht bei einer Bremse, ist es wahrscheinlich blöd, ne? Ja, auf die Bremsscheiben soll man natürlich nicht sprühen, das ist klar. Aber hier ist eine große Staubplatte vor, wo sogar Tesla draufsteht, soweit ich das gesehen habe. Ja, da steht ganz groß Tesla drauf. Hallo. Hier ist das A, das L. Ah, das neue, ja. Das hatten wir, gibt es im ersten. Aber auch das ist irgendwie aus irgendeinem Stahl. Ich denke, das ist verzinktes Blech. Das ist genau das, was ich meine. Da reicht so ein bisschen schon, da kommt nie wieder Dreck ran. Und diese Schrauben sind normalerweise, das ist ja deine Antriebswelle, die wir da sehen. Ja. Total vergammelt nach ungefähr einem Jahr. So dass, wenn du die Mutter hier lösen willst, sie ganz oft kaputt geht und du neue Antriebswelle brauchst. Und wenn man da einfach mal ein bisschen Wachs drauf macht, hat man Ruhe. Okay. Und so sieht man jetzt deine Alufelge aus, ohne Radkappe. Viele fahren so rum, nehmen die Radkappe ab, machen hier eine Radnabe, eine Kappe rein, so wie hier. Ja. Und nutzen das als Alu. Von der Aerodynamik her sind die Kappen sinnvoll? Ja, 3% sollen sie bringen. Okay. Auf Langstrecke, ja. Was du da sprühst, ist Wachs. Kein, das ist Wachs. Kein Unterbodenschutz. Fett oder irgendwas. Es ist so ein Wachs, ein chemisches Wachs. Das heftet sich dran und bleibt auch drauf. Das WD-40 geht irgendwann weg. Okay. So. Und da könnt ihr jetzt sehen, da sind jetzt meine Model S-Felgen. Und das ist jetzt eine 19 Zoll Model X. Model S-Felge. Und das sind hier die Trackmax S210. Nagelneu, Stück 58 Euro. Ja. Das sind meine Winterreifen, mit denen haben wir im letzten Winter schon sehr gute Erfahrungen gemacht. Die sind günstig und für unsere Breiten gerade ausreichend. Und ich bin halt einfach nicht bereit dazu, für einen Reifen 250 Euro oder sagen wir mal 200 Euro zu bezahlen. Und deswegen teste ich immer günstige Reifen und bei diesem Trackmax sind wir echt hängen geblieben. Der ist wirklich gut. Sehr gut, der liegt bei mir im Schuppen und ich werde ihn demnächst montiert kriegen. So, was ich immer jedem empfehlen kann, ist diese Dinger hier, diese Verschlussstopfen rauszunehmen. Okay. Die sind einfach nur eingesteckt. Eigentlich sollte hierdurch die Feuchtigkeit entrinnen, die immer entsteht. Deine Heckklappe ist aus Stahl, nicht aus Aluminium. Und
Im Winter hast du natürlich von innen die Wärme des Fahrzeugs, klar, von außen hast du eben deine 5 Grad Minus. Dann hast du Kondenswasser. Und, exakt. Hier drin, in diesem Hohlraum, entsteht ein Kondenswasser, das muss ja irgendwo hin. Mhm. Und deswegen nehme ich immer diese beiden Knöpfe hier raus, okay, die eigentlich keinen großen Sinn haben. Und das habe ich schon oft gesehen, dass hier Fahrzeuge Model 3 waren. Wir haben die Klappe aufgemacht und hier sind auch so kleine Auslässe. Mhm. Dann tropfte hier das Wasser raus, ohne Ende. Und dann habe ich die Dinger rausgenommen, habe die Klappe hinten zugemacht und das Wasser lief da raus. Also das Wasser muss rauslaufen, die Heckklappe muss atmen können. Okay. Als ich das erste Mal im Model 3 gesessen habe, hatte ich immer das Gefühl, ich müsste irgendwas dekorieren oder irgendwas machen, weil mir das zu viel Fläche war. Das erschien mir zu nackt. Ach so. Dann ist natürlich die Fahrdynamik im Model 3 nochmal ein bisschen anders. Es ist ein bisschen lauter, ein bisschen ruppiger, da ist das Essen ein bisschen gemütlicher. Das stimmt, ja. Aber ich muss sagen, ich habe meine Einstellung zum Model 3 so ein kleines bisschen geändert. Also das Model 3 fahren erinnert mich auch so ein kleines bisschen am Go-Kart fahren. Mhm. Du bist ja super schnell und wendig unterwegs und das macht schon sehr viel Spaß. Mhm. Also ich bin dem gar nicht mehr so abgeneigt. Ich habe ein bisschen gebraucht, um mich daran zu gewöhnen und ich finde, es ist echt ein schönes Auto. Es ist ein gutes Auto. Hm. Gute Wahl. Was beim Winter immer gut ist, ist natürlich, wenn man diese Dichtung geschmeidig hält. Wir haben ja hier rahmenlose Fenster, die auf der Dichtung aufliegen. Und im Winter können die gerne mal anfrieren, gerade wenn man Laternenparker ist und keine Garage hat. Und wenn die dann immer geschmeidig bleiben und eben nicht ankleben, dann nimmt man einfach ein bisschen Silikonspray und sprüht sie einfach ein. Hä? Warum das zieht dann auch mit ein. Hirschstall kann man auch nehmen, ist aber sehr aufwendig in der Verarbeitung. Da muss man dann richtig einmassieren. Hirschstall ist das Beste, was es gibt. Ja, ja, für die meisten von euch gibt es, die Model 3 interessiert sind, auf meinem Kanal eine Grundeinstellung für den gesamten Bildschirm. Diesem Dad müsste ich ja dann einmal zeigen, wie ich die Heizung sehe und wie ich sie einstelle. Ihr geht also auf das Heizungssymbol. Und das sieht ja schon gut aus bei dir. Das ist schon fast meine Einstellung. Ich bin mal mit dir gefahren, Uwe. Ach so, okay. Du hast mir was verraten. Also meine Temperatur im Tesla, damit man sich wohlfühlt, ist 23 Grad, wenn es draußen kalt ist. Mhm. Lüftung auf 3. Umluft aus, das heißt, es muss Frischluft reinkommen. Okay. Klima aus, denn du musst die Luft nicht kühlen, du musst sie auch nicht trocknen. Alle Klappen auf. Okay. Das heißt, oben, unten, Mitte. Man braucht im Winter keine Klimaanlage, wenn man die Scheiben sauber hält. Wenn du ewig hier trockene Luft in dem Auto hast, dann trocknet nicht nur dein Himmel, dein Teppich, deine ganze Ausstattung, deine Klamotten und deine Schleimhäute aus, sondern es ist alles mit Frischluft und du bleibst auch länger gesund. Also das ist einfach so, wer immer mit Klimaautomatik fährt, trocknet alles aus. Und die Klimaanlage nimmt auch ein bisschen Strom, es geht. Die läuft ja über die Hochvoltbatterie und deine Heizung eben nicht. Ja Mensch, lieber Uwe, vielen Dank. Da habe ich eine Menge gelernt über mein Auto heute. Ihr kennt natürlich seinen Kanal. Wenn nicht, dann geht unbedingt hin, abonniert ihn. COT Mobility heißt der Kanal. Kommentieren auch bitte, wenn euch dieses Video von mir gefallen hat. Gerne ein Abo dalassen. Und wir sehen uns demnächst wieder auf diesem Kanal. Euer Dieser Dad. Ciao.